Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Dragon Quest Heroes, der Weltenbaum und der Tyrann aus der Tiefe. Weiter geht's! Soundcheck! Und weiter geht's mit der Story. Die Kammer der Schrecken. Anspielung Kammer des Schreckens. Wer seid ihr denn? Nein, nicht jetzt, du Fernseher. フローラさん。 Musst du Ferrato? もしかして、それってこの2人も？ああ、アリーナたちと同じように別の世界から来たということだな。やっぱりそういうことになるのでしょうか。この街の様子も 私たちの知っている世界とは少し違っていて、不思議に思っていましたの。それで皆さんは？わしはディルク。この世界を王として束ねる者じゃ。今、世界は危機に瀕しておる。長年我らと手を携えてきた魔物たちが突然正気を失い、人間を襲い始めたのじゃ。我らは魔物に襲われた町を救いながら、 その原因を探っておるのじゃよ。魔物さんたちが昔のことを忘れちゃってるなら、何とかして思い出させてあげられないかしら。例えば何か思い出の品を見せるとか。そう簡単な話じゃないと思うぜ。とにかくまずはこの町を何とかしなきゃ。それに族長さんと娘さんのフィアンセも見つけてあげないとね。それなら 私たちも協力しますわ。フィアンセと離れ離れだなんて、とても人事とは思えません。ものえ、なおいのロマンティガル。人探しも込みで作戦を組み直そう。まずは町の重要地点を洗い出す。そして付近の魔物をみんなで追い払う。さらにそこを拠点として、また長いやつ。つまり効率よく町から魔物を追っ払って 族長さんたちを見つけ出せばいいのよね。うん。仲がいいのね、あなたたち。息がぴったりで羨ましいわ。え？そうかしら。ただの幼馴染よ。ね。幼馴染。素敵ですわね。本当に羨ましいですわ。
Okay. Beschützt Beryl. Ja, genau. Was? Wie viele sind das hier? Hey, ihr da hinten! Ihr werdet nicht zu ihr hinkommen! Was kommt? Was ist da um die... Oh! Du! Säbelzahnkatze! Blöde Säbelzahnkatze! Jetzt geht drauf! Okay. Gut, ein Wachwaffen habe ich. Ja, genau! Plaudere deine geheimsten Sachen aus! So, den größten Teil der Feinde haben wir ja schon erledigt. Level up! Oh, toll! Blöder Troll, stirb! So, Schundwetter. So, der erste Schundwetter ist weg. Oh, ein Golem! Ein Golem! Kami,
Nimm das! Ah, der ist fast tot! Und weg ist er! Schon wieder ein Schundwächter! So. Schon, Wächter, jetzt geht's dir an den Kragen. Noch einer. Wie viel gibt's denn noch? So, nimm das, Stundwächter. Goldklümpchen. Und da kommt irgendwas angedackelt. Ah, ein Troll. Und was kommt da angedackelt? Blöde Jagdrabatter, stirb! Da ist schon wieder schon ein Wächter erschienen. Haha! Bist du umgefallen? Das ist ja noch ein Troll. Nerv nicht! Nimm das! So. Mal gucken, wie viel Schaden es macht. Das hat jetzt gesessen. Was ist das für eine Armada? So, wer ist denn da? Haxorier? Das ist eine neue Art. Ja.
別にためらってはいないさ。が、強敵には違いない。気をつけろ。 Haha, und jetzt Erdbeben! Das hält aber ganz schön viel aus! Trophäe? Okay. Nimm das! Mal gucken, wie viel Schaden das diesmal bei ihm macht. Ja, alle hauen auf ihn ein! Nur noch ein paar Feinde? Was macht das? Was sollte das denn gerade? Lauf gegen die Wand! Um die Monster hätten wir uns damit also gekümmert. Aber immer noch keine Spur von den vermissten Zwergen. Am besten setzen wir unsere Suche gleich fort. Ja, ich habe Angst, dass ihnen etwas Schreckliches zugestoßen sein könnte. Ich weiß, wie du dich fühlen musst, aber Kopf hoch. Wir bleiben so lange bei dir, bis wir sie gefunden haben. Richtig, Nera? Selbstverständlich, wir müssen alles in unserer Macht Stehende tun, um dich wieder mit deinem Vater und deinem Verlobten zusammenzubringen. Ach, danke euch. Auf einen Wolkenbrecher. Der Putt ist auch langsam mal lang genug. Du meine Güte, ich habe nie zuvor ein fliegendes Schiff zu Gesicht bekommen. Nicht schweige denn betreten. Ach du lieber Scholli, kneif mich näher. Ich glaube, ich träume. Wir sind ganz schön weit weg von zu Hause, keine Frage. Ihr kommt also auch aus einer anderen Welt. Wie seid ihr hier in Steinheim gelandet? Da sind wir uns selbst auch nicht so ganz sicher, um ehrlich zu sein. Das war die Nacht vor der Hochzeitsfeier. Ich konnte nicht einschlafen vor der Aufregung. Also beschloss ich zur Beruhigung einen kleinen Spaziergang zu machen und war bei mir genauso. Ich könnte auch nichts anderes trinken als die Hochzeit. Und so haben wir dann eben zusammen den Spaziergang gemacht und gequasselt. Und dann ist es passiert. Auf einen Schlag war alles stockdunkel. Als wir wieder zu Sinnen kamen, befanden wir uns dort in Steinheim. Ihr beide seid also von eurer Welt in die unsere befördert worden, bevor ihr überhaupt wusstet, wie euch geschieht? Ein weiteres Rätsel, das gelöst werden muss. Ein Moment, ihr beide steht also auch kurz davor zu heiraten, ja? Hihi, so etwas in der Art, nicht wahr, Bianca? Ja. Irgendwie erinnert mich das Gesicht dieser Blondhaarigen an Bulma. Oh nein, eure Zukünftigen müssen außer sich vor Sorge sein, um euch. Wir müssen euch bald zurück in eure Welt bringen. Das dürfte leichter gesagt als getan sein, fürchte ich. Wenn wir nicht wissen, wie sie hergekommen sind, können wir sie schwerlich wieder zurückbefördern. Das ist wahr. Oh nein, wie schrecklich. Ach, mach dir keine Sorgen, Beryl. Irgendwie sind wir ja hier gelandet, oder? Das heißt, dass es auch einen Weg zurück gibt. In Panik zu geraten hilft da auch nicht weiter. Bianca hat recht. Als erstes sollten wir uns auf das konzentrieren, was wir tun können. Und das ist, dir dabei zu helfen, deinen Verlobten, deinen Vater zu finden. Ach,
ihr beide... Ihr habt beide ein so großes Herz. Eure Zukünftigen können sich wirklich glücklich schätzen. Level up! Level up! Alle haben Level up! Fernpunkte zu weisen. Das war ja nett. Was gebe ich dir denn? Du brauchst noch 10 Punkte! Die Liste ist schon ziemlich lang. Die wird noch länger. Und ich würde sagen, ich mache jetzt hier einen Cut und... Bis zum nächsten Part.